Well, I have had, let me say, one, two, six times my house was house searched because I was accused by the public prosecutor, the German public prosecutor. I was accused of leaking secrets of states. Six times house searched. Well, they hoped that I wouldn't do that ever again, but I think it's worse that the truth will come out one day. The truth won't die, and I don't mind what will happen. I've had three heart attacks. I have no children, so if they want to bring me to court or to prison, so it's worse for the truth. Well, I've been a journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. But seeing right now, within the last months, how the German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia, this is a point of no return. And I'm going to stand up and say, it is not right what I have done in the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do on, and have done in the past, because they are bribed to betray the people, not only in Germany, all over Europe. The reason writing this book was that I'm very fearful of a new war in Europe, and I don't like to have this situation again, because war is never coming from itself. There is always people behind it to push for war. And this is not only politicians, this is journalists too. And I just have written in the book how we have betrayed in the past our readers just to push for war, and because I don't want this anymore. I'm fed up with this propaganda. We live in a banana republic and not in a democratic country where we have press freedom, where we have human rights. If you see the German media, especially my colleagues who day by day write against the Russians, who are in transatlantic organizations and who are supported by the United States to do so, well, people like me, I became an honorary citizen of the state of Oklahoma in the United States. Just why? Just because I write pro-American. I wrote pro-American. I was supported by the Central Intelligence Agency, by the CIA. Why? Because I should be pro-American. I'm fed up with it. I don't want to do it anymore. And so I've just written a book not to earn money. No, it will cause a lot of trouble for me, just to give the people in this country, in Germany, in Europe, and all over the world, just to give them a glimpse of a view what goes up behind the closed doors. Yes, there is many examples for that. If we go just back to history, if you go into the year 1988, if you go to your archives, you will find in March 1988 that there was in Iraq, in Iraq, the Kurdish people have been gassed with poisoned gas. That is known all over the world. But in July 1988, they sent me to a town called Zubaydat, that is on the Iraqi-Iranian border. There was war. It was war between the Iranians and the Iraqis, and I was sent there to photograph how the Iranians have been gassed with poisoned gas, with German poisoned gas. You call it Lost and Zarin, mustard gas, made by Germany. They have been gassed, and I was there to make photographs how these people have been killed by poison gas from Germany. When I came back to Germany, there was just one small photo in a newspaper, in the Frankfurter Allgemeine, and there was one small article not writing how impressive, brutally, how unhuman, how terrible it was to kill to kill decades after the end of the Second World War people with German poisoned gas. So this was a situation I feel misused
for having been there and just to give a documentary what has been done, but not being allowed to cry out to the world what we have done behind closed doors. Up to today, it's not well known in the public that was German public gas. There have been hundreds or thousands of people gassed in this city of Zubeda. Now you ask, what have I done for intelligence agencies? So please see, most of the journalists you see in foreign countries, they claim to be journalists, and they might be journalists, European or American journalists, but many of them, like me in the past, are so-called non-official cover. That's what the Americans call that. I have been a non-official cover. Non-official cover means what? It means you too work for an intelligence agency. You help them if they want you to help them, but they will never, never, when you are locked, or when they find out that you are not only a journalist but a spy too, they will never say, "Oh, this was one of our guys." They will not know you. That means non-official cover. So I have helped them in several situations, and I feel ashamed for that too now. Like I feel ashamed that I have worked for a very recommended newspaper like the Frankfurter Allgemeine, because I was bribed by billionaires, I was bribed by the Americans not to report exactly the truth. But I just imagined in my car while I was driving to this interview, I just tried to work out in my brain what would have happened if I would have written a pro-Russian article in the Frankfurter Allgemeine. Well, I don't know what would have happened, but we were all educated to write pro-European, pro-American, but please, not pro-Russian. So I'm very sorry for that, but this is not what I understand for democracy and for press freedom. I'm very sorry for that. Well, Yes, I understand your question very well. Germany is still a kind of a colony of the United States. You see that in many points, like the majority of the Germans don't want to have nukes in our country, but we still have American nukes. So we are still a kind of a colony of the Americans. And being a colony, it is very easy to approach young journalists through what is very important here is transatlantic organizations. All journalists from really respected and recommended big German newspapers, magazines, radio stations, TV stations, they are all members or guests of those big transatlantic organizations. And there, in these transatlantic organizations, you are approached to be pro-American. And there is nobody coming to you and saying, "Well, we are the Central Intelligence Agency. Would you like to work for us?" No, this is not the case how it happens. What they do, these transatlantic organizations, is they invite you. They invite you for seeing the United States. They pay for that. They pay all your expenses and everything. So you are bribed. You get more and more corrupt, because they make you good contacts. You won't know that those good contacts are, let's say, non-official covers, or officially people working for Central Intelligence Agency or other American agencies. So you make friends. You think they are friends, and you cooperate with them. They ask you, "Well, could you do me this favor? Could you do me that favor?" And so your brain more and more is brainwashed through these guys. And your question was, is this only the case with German journalists? No, I think it is especially the case with British journalists, because they have a much closer relationship. It is especially the case with Israelis, of course, with French journalists for a part, not that big as with German or with British journalists. It is the case for Australian journalists, for journalists from New Zealand, from Taiwan, from, well, there is many countries in the Arab world, like Jordan, for example, like Oman, the Sultanate of Oman. There is many countries where this happens, where you find people to
to claim they are respected journalists, but if you look behind them, you'll find they are puppets on a string of the Central Intelligence Agency. I'm sorry in interrupting you. I'll give you one example. Sometimes the intelligence agencies, they come to your office and want you to write an article. I give you an example not from strange other journalists, from me myself. I've just forgotten the year. I just remember that the German Foreign Intelligence, Bundesnachrichtendienst, it is just a sister organization of the Central Intelligence Agency. It was founded by the American Intelligence Agency. So one day, the BND, this German Foreign Intelligence Agency, came to my office at the Frankfurter Allgemeine in Frankfurt. And they wanted me to write an article about Libya and about Colonel Muammar Gaddafi. I had absolutely no secret informations regarding Colonel Muammar Gaddafi and Libya. But they gave me all these secret informations, and they just wanted me to write, to sign the article with my name. I did that, but it was an article that was published in the Frankfurt Allgemeine that originally came from the Bundesnachrichtendienst, from the German Foreign Intelligence Agency. So do you really think that this is journalism? Intelligence agencies writing articles? Oh yes, that article, I have reprinted it partly in my book. That article was how Libya and Colonel Muammar Gaddafi, how he secretly tried to build a poison gas factory, I think in Rabta was the name, yeah. And I got all those informations. It was a story that was printed worldwide 2 days later. But I had no information on that. It was the intelligence agency that wanted me to write this article. So, but this is not the way journalism should work, that intelligence agencies, that they decide what is printed and what not. If I say no, I give you an example from a very good example if you say no. Well, we have a rescue unit in Germany with helicopters for traffic accidents. It's called, they call themselves the Yellow Angels. There was one guy who didn't want to cooperate. He was a pilot of the helicopter service of the Yellow Angels in Germany. This guy said no to the Foreign Intelligence Service, Bundesnachrichtendienst, when they approached him and wanted him as a non-official cover to work for the German Foreign Intelligence Agency, under, just to pretend to be somebody from the Yellow Angels. So what happened was that he lost his job. And the court in Germany, the judge decided that they were right because such a guy could not be trusted. He was kicked off his job because he didn't cooperate with the Foreign Intelligence Service. So I knew what would happen if I would not cooperate with intelligence services. Well, I have had, let me say, 6 times my house was house searched because I was accused by the public prosecutor, the German public prosecutor. I was accused of leaking state leaking secrets of states. 6 times house searched. Well, they hoped that I wouldn't do that ever again, but I think it's worse that the truth will come out one day. The truth won't die, and I don't mind what will happen. I've had 3 heart attacks. I have no children. So if they want to bring me to court or to prison, so it's worse for the truth. Universitäten untersuchen Journalistenkorruption. Meine Damen und Herren, derzeit kommt es knüppeldick für Deutschlands Leitmedien. Die Deutschen sehen die USA kritischer denn je und wollen sich vom Dauerdiktat ihrer US-Besatzungsmacht losreißen. Die Deutschen haben vor allem die Kriegshetze, zum Beispiel von der FAZ, wirklich satt. Handelsblattchef Gabor Steingart vergleicht die Kriegshetzermedien inzwischen mit Hooligans. Und dann erscheint ein neues Sachbuch, in dem zum ersten Mal mit Namen, Fakten und allen Belegen dokumentiert wird, wie Journalisten von Leitmedien im deutschsprachigen Raum für pro-amerikanische Berichterstattung geschmiert werden.
Der neue Bestseller Gekaufte Journalisten, herausgegeben vom Kopp Verlag, schlägt gerade nicht nur im Medienbereich wie eine Bombe ein. Gleich mehrere Universitäten wollen die im Buch genannten konkreten Beispiele käuflicher Berichterstattung in renommierten Zeitungen wie der FAZ zum Anlass für neue Studien nehmen und die gut dokumentierten Vorwürfe wissenschaftlich verifizieren. Nun möge auch die breite Bevölkerung erfahren, wie renommierte Journalisten, die sie aus Fernsehen, Radio oder Zeitungen kennt, allerlei Verpflichtungserklärungen unterschrieben haben, die den Orden der einstigen DDR-Diktatoren in keiner Weise nachstehen. Aufklären lohnt sich. Anlässlich dieser positiven Entwicklung hat Klagemauer TV ein Interview mit dem Verfasser des Bestsellers, Herrn Dr. Udo Ulfkotte, persönlich arrangieren können. Im Anschluss sehen Sie, liebe Zuschauer, eine klare Stellungnahme eines promovierten deutschen Politikwissenschaftlers, Journalisten und Publizisten, der sein Schweigen gegenüber den Machenschaften der Nachrichtendienste und Massenmedien gebrochen hat und somit als Held dieser Zeit gelten sollte. Gekaufte Journalisten heißt das neue Buch von Dr. Udo Ulfkotte. Dafür, dass es noch nicht mal 6 Wochen auf dem Markt ist, hatte schon für mächtig viel Wirbel gesorgt. Ungewöhnlich konkret und scharf sind die Attacken auf bekannte deutsche Zeitungsverlage, die in der Öffentlichkeit als seriös gelten. Dr. Ulfkotte ist nicht gerade zimperlich. Er spricht von Korruption, Manipulation und von Täuschung der Öffentlichkeit. Wir freuen uns sehr, Herrn Ulfkotte bei Klagemauer TV begrüßen zu dürfen. Schönen Abend. Guten Abend. Ihr Buch ist auf dem besten Weg, ein Bestseller zu werden. Auch im Ausland stößt es auf große Resonanz. Sie kommen gerade von einem Skype-Interview mit der Türkei. Aus Schweden, Russland und sogar aus China kommen Lizenzanfragen für Übersetzungen. Haben Sie das erwartet? Nein, absolut nicht. Das ist völlig neu. Ich habe 1997, spaßeshalber, das erste Buch geschrieben. Das ist jetzt nicht der Werbeblock. Bitte nicht kaufen, das ist längst veraltet. Über den Deutschen Auslandsgeheimdienst Bundesnachrichtendienst. Das kam auch relativ schnell auf die Spiegel-Bestsellerliste und hat sich weit mehr als 100.000 Mal verkauft. Danach habe ich viele, wahrscheinlich mehr als 30 Sachbücher geschrieben, von denen einige auf die Bestsellerliste kamen. Aber ich habe es noch nie erlebt, ich habe es auch nicht erwartet, dass dieses Buch nun tatsächlich die Lizenzen wurden verkauft in den letzten Tagen nach Russland, nach Ungarn, in die Türkei. Es sind angefragt, wie Sie schon sagten, auch China und viele andere Länder. Das habe ich nicht erwartet. Dann, dass es weltweit Interviews gibt von renommierten Sendern. Ich habe gestern gesprochen mit dem australischen Radio, habe Interviews von USA bis Neuseeland, rund um die Welt, sehr viel natürlich in Russland und anderen Ländern. Das habe ich noch nicht gehabt. Und was mich erstaunt im Umkehrschluss, ist die Resonanz vor der eigenen Haustür, die Resonanz hier in Deutschland. Denn ich hätte erwartet, dass es einen Aufschrei in den deutschsprachigen Medien gibt, wenn jemand sagt, ganz konkret mit Namen, hier gibt es gekaufte Journalisten, geschmierte Journalisten, hier stimmt mit der Berichterstattung etwas nicht. Und natürlich als Erster, ich stehe ja selbst auf und sage, ich bin geschmiert worden, ich bin gekauft worden und erkläre zunächst, wie das bei mir selbst war und sage dann, und das sind die anderen. Da ist es heute immer noch genauso. Und ich schäme mich für das, was ich gemacht habe. Aber wir sollten auch mal bei den anderen schauen. Und ich finde es erschreckend, dass man sich in Deutschland wegduckt. Man kann ja sehr kontrovers damit umgehen. Man kann ja sagen, also wo sind die Belege oder wir verklagen den jetzt, wie auch immer. Aber dass es eigentlich überhaupt keine Reaktion gibt, dass das Buch jetzt in diesen Tagen auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 5 ist, aber die großen Medien, die ich angreife, schweigen dazu und im Ausland es eine Riesenwelle gibt, das habe ich nicht erwartet. Haben Sie eine Erklärung? Ja, die Erklärung, ich habe natürlich lange selbst überlegt, weil ich im ersten Moment gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe, das ist jetzt nicht der Werbeblock für das Buch, ich habe viele 100 Fußnoten, mehr als 600 Fußnoten mit Belegen für jede Aussage, weil das natürlich rechtlich alles sehr heikel ist, wenn ich jemandem sage, der ist korrupt, wenn ich sage, Werner Sturbeck von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf, der ist korrupt, der hat sich schmieren lassen für Berichterstattung beispielsweise von ThyssenKrupp und ich nenne ja hunderte weiterer Namen,
dann ist das natürlich so, dass derjenige herkommen könnte und kann mich sofort verklagen, sagen, das soll der jetzt erstmal beweisen. Von daher habe ich sehr viele Fußnoten und versucht, alles so zu belegen. Und die Erklärung ist für mich, diese Erklärung dieses Wegschauens, dass man sagt, juristisch, die haben natürlich Juristen gefragt, alle, die Hunderte, die ich dort angreife, dass man sagt, juristisch haben wir mit großer Wahrscheinlichkeit keine Chance, dagegen vorzugehen. Es sind ja nicht nur die Journalisten, die ich angreife. Ich nenne mit Klarnamen die CIA-Verbindungsführer von deutschen Journalisten. Ich nenne die Internetseiten, wo man sich Fotos von ihnen anschauen kann. Die Leute sind inzwischen abgezogen, die sind weg. Da habe ich auch gedacht, dass aus den Reihen der Geheimdienste etwas kommt. Ich hatte in der Vergangenheit 6 Hausdurchsuchungen unter dem Vorwurf Verdacht auf Geheimnisverrat. Die Verfahren sind alle ergebnislos eingestellt worden, aber ich hatte gedacht, dann gibt es relativ schnell eine Hausdurchsuchung halt wieder. Ich kenne das Spielchen, wenn man unbequem ist und die Wahrheit sagt, dass man dann Hausdurchsuchungen bekommt. Aber weder Hausdurchsuchungen noch Klagen, einfach nur wegschauen. Ja, sie sind offenkundig ertappt worden, ja. Sie gehen ja so weit, dass Sie sagen, dass 2/3 aller Journalisten bestechlich sind. Ist das nicht ein bisschen überzogen? Also das ist sehr weit gefasst bei mir, der Begriff von Korruption, weil ich inzwischen, das war früher ganz bestimmt nicht so, früher habe ich volles Rohr mit in diese Gruppe hineingehört, die alles mitgenommen hat, was man irgendwo bekommen konnte. Inzwischen fasse ich den Begriff von Korruption und sich schmieren lassen sehr weit. Das heißt, wenn ich sage 2/3, dann sage ich dazu, all diejenigen, die schon allein Presserabatte in Anspruch nehmen, all das, was der Durchschnittsbürger, was der Mensch da draußen nicht in Anspruch nehmen kann, das geht mir inzwischen subjektiv, das geht mir zu weit. Aber das erkläre ich auch in dem Buch und sage, mit diesen 2/3 meine ich also diejenigen, die alle Vorteile einstreichen, die man aufgrund eines Presseausweises halt mitnehmen kann. Ich finde das inzwischen nicht mehr in Ordnung, denn es gibt ja auch für den Bauarbeiter, für die Verkäuferin, für die gibt es auch keine Sonderkonditionen irgendwo in anderen Geschäften. Also dass eine Berufsgruppe dort so bevorzugt wird oder und das selbst auch noch normal findet. Ich finde es heute nicht mehr normal, weil derjenige, der die Vorteile gewährt, damit eben etwas Bestimmtes erwartet. Ja. Sie haben 17 Jahre für die FAZ gearbeitet, dazugehört und haben gerade selber Ihr Zitat wiederholt. Sie schämen sich heute dafür. Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe natürlich viele, viele Jahre, 17 Jahre FAZ, dann noch viele andere Verlage, Gruner und Jahr, andere renommierte Häuser. Ich habe das alles viele Jahre als normal angesehen. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe im Laufe der Zeit erstens mitbekommen, dass ich Kriege unterstützt habe, dass ich, Kriege fallen nicht vom Himmel, von heute auf morgen, die werden geplant und vor allem man braucht Bevölkerungen, welche die Entsendung der eigenen Soldaten dann unterstützen. Wenn 99% in der Bevölkerung dagegen sind, dann können sie keine deutschen Soldaten nach Afghanistan oder sonst wohin schicken. Ich habe immer medial flankiert mit meinen Berichten Kriegsvorbereitungen. Das ist mir aber erst im Laufe der Zeit klar geworden. Das heißt, wenn wir zurückgehen, ob das Afghanistan war, ob das die Irak-Iran-Kriege waren, da habe ich immer Propaganda gemacht, da habe ich Desinformation gemacht, da habe ich einseitig berichtet, weil es von mir so erwartet wurde und habe dort mitgemacht. Das ist mir natürlich irgendwann aufgefallen, wenn die Geheimdienste selbst in die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kamen und haben Berichte dort vorformuliert. BND? Der Bundesnachrichtendienst ist regelmäßig in der FAZ gewesen bei mir und hat Texte vorformuliert, über die ich dann nur noch meinen Namen setzen musste. Die zuständigen Chefs haben das gewusst. Das heißt, da kann ich nicht sagen, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist widerlich, dafür schäme ich mich, wie gesagt, rückblickend. Das hilft mir auch nichts, dass andere das genauso gemacht haben und heute so machen. Aber ich habe im Laufe der Zeit dann schon gemerkt, dass wir Journalisten, wenn wir in Leitmedien tätig sind, dass wir Schweinereien unterstützen, die dem Menschen da draußen nichts bringen, sondern nur einer kleinen Elite. Es geht ja auch um Verflechtungen, das haben Sie angetönt, bekannter Journalisten mit elitären Lobbyistengruppen wie Atlantikbrücke. Mitglieder sind führende Persönlichkeiten aus Bankwesen, Finanzwesen, Wirtschaft und Medien. Jetzt könnte man ja den Einwand vorbringen, dass so informelle Kontakte für einen Journalisten zur Informationsbeschaffung durchaus sinnvoll sind. Wie ist denn da Ihr Hauptkritikpunkt?
Das, was Sie gesagt haben, unterschreibe ich absolut. Natürlich ist so eine formelle Mitgliedschaft oder ein formelles Interesse völlig in Ordnung. Sehen Sie, ich war selbst in solchen Organisationen drin. Es bleibt aber nicht dabei. Konkretes Beispiel, ich bin beispielsweise, austreten kann man da ja nicht mehr. Ich bin beispielsweise Fellow beim German Marshall Fund. Das ist auch so eine transatlantische, pro-amerikanische Organisation mit sehr engen, das muss man laut dazu sagen, sehr engen Geheimdienstkontakten, sehr CIA-nahe. Sagt einem natürlich zunächst einmal niemand. So, was bedeutet das, wenn man da drin ist? Ja. Konkret bei mir war es so, dass der German Marshall Fund mich mit amerikanischen Geheimdiensten, wenn ich in den USA war, zusammengebracht hat, dass ich dort, auch dort, psychologisch ungeheuer geschickt bestochen wurde. Da kommt keiner und sagt, guten Tag, wir sind von der CIA, möchten Sie uns helfen? Das geht viel diskreter. Das funktionierte bei mir beispielsweise so, werde ich nie vergessen, im Juli 1993 war ich unter anderem im US-Bundesstaat Oklahoma. Da bekam ich eine Einladung vom Gouverneur. Und der German Marshall Fund hatte organisiert, dass ich dort zum Ehrenbürger, ich habe nichts mit Oklahoma zu tun, der hat organisiert, dass ich dort eine Ehrenbürgerurkunde des US-Bundesstaates Oklahoma bekam, in der aber auch noch dick und fett drin steht, dass ich die bekomme, damit ich zukünftig weiter pro-amerikanisch berichte. Und solche Dinge, also ich bin da nicht mit Geld geschmiert worden, es gibt viele andere Möglichkeiten, beispielsweise indem man, was weiß ich, bei Hotelaufenthalten, wenn man ein Hotelzimmer hat, da wird einem ein Mädchen, eine Frau ins Bett gelegt und man wundert, beim ersten Mal habe ich gedacht, das Zimmer ist schon belegt oder solche Dinge, bis ich bekommen habe, dass das schon ein System ist, wo dann möglicherweise gefilmt wird, wo man versucht, Leute erpressbar zu machen. Es gibt tausend Möglichkeiten, einen wunden Punkten bei einem Menschen zu finden. Ja. Und diese Spielchen habe ich dann irgendwann durchschaut. Aber Sie sprachen über Atlantikbrücke und die ganzen anderen Organisationen. Ja. Es bleibt eben nicht dabei, wenn man in diesen Organisationen ist, dass man sich Vorträge anhört. Konkretes Beispiel, wo wir bei der Atlantikbrücke sind. Diese Organisation veranstaltet zweimal im Jahr Treffen, zu denen Sie und ich keinen Zutritt haben. Normalbürger können da nicht rein. Da werden Journalisten von Leitmedien zusammengebracht, hinter verschlossenen Türen mit dem US European Command, das sind die obersten Militärs der Vereinigten Staaten. Und dort, ich sagte vorhin schon einmal Kriegsplanung, dort wird den Journalisten erklärt, welche Szenarien man für die nächste Zeit an Konflikten, an Kriegen erwartet und wo die Journalisten bitte flankierend, begleitend helfen sollen in der medialen Berichterstattung. Das heißt, die Ukraine-Krise wurde schon lange, bevor es sie gab, hinter verschlossenen Türen abgehandelt mit Journalisten, auch dass die positiv, also pro-amerikanisch darüber berichten sollen. Noch ein Beispiel, wie weit das geht. Vor dem völkerrechtswidrigen Irakkrieg im März 2003 haben ganz viele Journalisten, die Mitglieder in der Atlantikbrücke sind, in der New York Times, eine Verpflichtungserklärung unterschrieben, pro-amerikanisch zu berichten. Sie haben einen Treueschwur auf die Vereinigten Staaten geleistet. Ist das so, die universitäre Kritik an den Medien, auch insbesondere natürlich an den Fernsehleuten, denen man ja eigentlich immer Oberflächlichkeit vorgeworfen hat? Ja, den armen Kerlen gibt man ja auch keinen Raum. Ich habe ja das Glück gehabt in meinem Leben, wo die Dokumentation noch ganz groß geschrieben wurde. Mhm. Ich habe Intendanten gehabt, die sich im Notfall auch hinter mich gesetzt, wenn ich angegriffen wurde. Zum Beispiel im Vietnamkrieg, im amerikanischen Vietnam. Ich kannte ja den Französisch. Ich habe gesagt, bei den Amerikanern, das geht möglicherweise schief. Das war damals, das war vor 68, aber damals war Deutschland voll auf amerikanischer Seite und hat die Marsche gegeben vom Auswärtigen Amt. Und ich habe einen Intendanten gehabt, der Klaus von Bismarck, Eichenlaubträger, der kann sich 2 Stunden Gespräch, und da hat er mir kurz in Preußisch gesagt, machen Sie weiter. Und den gleichen Schutz, als man meinte, wenn man etwas, sagen wir, gegen die Siedlungspolitik sagt, weil sie einfach töricht ist, dann ist man gleich Antisemit, was in meinem Fall besonders idiotisch ist. Aber da habe ich den Schutz von Stolte gehabt, dem damaligen Intendanten. Aber damals konnte ich noch, ich hatte ja meine regelmäßigen Sendungen, konnte ich selber die Themen auswählen auf der Welt, ob das nun im Pazifik war oder auch in Lateinamerika, haben sie auch in Lateinamerika. Aber mein Hauptgewicht war natürlich der Orient. Ich glaube, mich da einigermaßen auszukennen und vor allem werde ich von denen, die dort sind.
Ich bin heute noch auf dem Weg zum Studio von einem jungen Mann angesprochen, der Araber war und der mir die Hand geben wollte, weil er mit meiner Interpretation so einverstanden ist. Das waren natürlich schon auch, sage ich mal, paradiesische Arbeitsbedingungen. Wie Sie ja sagen, es gab Dokumentationsplätze, die werden immer rarer. In den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten kommen sie oft, wenn überhaupt, zu später Stunde. Die Privatsender haben sowas gar nicht. Ist das dann auch... Ja, inzwischen bin ich so weit, dass ich für die Nachrichten mir eher NTV anschaue als ARD und ZDF. Warum? Also sowas, weil die nichts mehr bringen. Die bringen ja nur noch so innenpolitische, gut im Moment, die Wolf-Affäre und jetzt die Dati-Affäre sind natürlich große Affären innenpolitisch. Aber sonst ist doch immer nur... Aber der Umsturz jetzt in der Ukraine wurde ja von den Öffentlich-Rechtlichen doch ziemlich intensiv... Aber falsch. Inwiefern? Falsch. Zu sehr auf Maidan konzentriert? Nein, die haben, das Grundproblem der Ukraine ist, dass die westliche Ukraine, der Raum von Lemberg, Lviv und so, österreichisch-ungarisch gewesen ist. Dass die dortige byzantinische Kirche mit Rom vereint ist. Die haben einen Patriarchen, der dem Papst untersteht. Ich habe ihn selber gesprochen, ich kenne ihn ja. Und die wollen natürlich mit Russen nichts zu tun haben. Und die östliche Seite? Aber die östliche ist Seite, ich war, ich hab, und das sind kräftige Kerle, das sind, denen geht es auch gar nicht so furchtbar schlecht unter ihren Oligarchen. Und ich war in Donetsk gewesen und habe dort den großen Oligarchen Achmetow kennengelernt, den Tatare, der übrigens ist. Und der hat mich irgendwie sympathisch gefunden, also kommt doch in so einem Club, Schachtjahr, hat mir so eine Kluft da verpasst. Und dann stellt er mir einen Riesenkerl vor und sagt, ja, das ist der künftige Präsident der Ukraine, das ist der Janukowitsch. Also da sieht, welche Machtkonstellationen auch sind. Manche befürchten ja eine neue Ost-West-Konfrontation mit Russland auf der einen Seite, die ja die Ukraine nicht einfach ziehen lassen wird. Verständlicherweise. Ja. Und da sieht man eben auch bei der Berichterstattung, die Leute haben keine Geschichte gelernt. Russland ist in Kiew entstanden. Die Kiewer Rus ist der Ursprung Russlands. Und die ursprüngliche Dynastie hat gedauert bis Iwan den Schrecklichen ungefähr. Aber es ist natürlich zerstört durch die Tatarenstürme. Die Tataren haben Nun ist es natürlich, ich sag mal, für eine normale Nachrichtensendung wie heute oder die Tagesschau mit einer Beitragslänge von 1,30 oder 2 Minuten schwierig zum Kiewer Russ zurückzukehren. Das ist auch nicht die Sache. Aber die Nachrichten sind, sollen Nachrichten was bringen. Was würden Sie sich denn wünschen, dass man darüber hinaus noch... Nein, dass man wie früher 45 Minuten lang Dokumentationen machen. Und manchmal auch in Serien. Ich habe Dokumentationen von 45 Minuten Sendung. Und die hatten gute Einschaltquoten. Ja. Also daran ist es nicht gescheitert. Ne? Nein, es ist einfach an der Borniertheit auch. Es fehlt eben auch an Bildung. Das ist natürlich oft der Vorwurf, den man zum Teil den Öffentlich-Rechtlichen macht, dass man sagt, sie müssten mehr Qualitätsfernsehen, mehr Bildung. Auf der anderen Seite steht die Meinung, wir sind ja nicht die Erzieher der Nation. Wir müssen ein Vollprogramm anbieten, auch Unterhaltung und leichte Formate, damit nicht alle zu den Privatsendern. Dafür gibt es ja wirklich nun genügend Privatsender. Ich bin mit dem Helmut Thuma, dem Gründer von RTL, befreundet. Und ich weiß nicht, was sogar, damals war ich noch bei Bertelsmann, ich war im Programmbeirat, wir haben uns immer zu Tod gelacht. Und dann kam der Thoma mit seinem Schloss am Wörthersee. Ich habe ihm gesagt, wie ist es denn? Er sagte, es ist grauenhaft, aber es wird Quote bringen. Und dass jetzt die öffentlich-rechtlichen Sender auf Quote ausgehen, nicht wenn ich mal eine Dokumentation mache, was selten genug ist. Das Erste, was mir gesagt wird, die Quote war gut. War nicht, der Film war gut. Okay. Die Quote war gut. Und das ist, damit bringen sich die Öffentlich-Rechtlichen um ihre eigentliche Existenzberichtigung. Sie sollen eben nicht auf die Quote schauen, sondern sie haben einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Den haben sie. Thank you.
Alexander Schmalz, wir kriegen, mit wir meine ich wir Medien, wir kriegen in den letzten Wochen sehr viele Zuschriften, Printredaktion, Hörfunkredaktion und Fernsehredaktion zugleich, von Zuschauern, von Usern, die sich beschweren über unsere Russland-Berichterstattung, die eine gewisse Einseitigkeit feststellen. Können Sie das teilen? Das kann ich teilen. Ich kriege diese Mails und diese Zuschriften ja auch. Das kann ich teilen, weil es sind in der Tat Fehler gemacht worden. Die kann man auch benennen. Tun Sie mal. Ein großer Fehler hat sich eigentlich schon Ende letzten Jahres abgespielt. Man hätte im Zusammenhang mit der Ukraine viel, viel früher das EU-Assoziierungsabkommen, über das ja jeder geredet hat, mal erklären sollen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten unserer Kollegen dieses Abkommen nicht gelesen haben, sonst wären sie möglicherweise über Paragraph 7 gestolpert. Darin ist nämlich von militärischer Zusammenarbeit die Rede zum Beispiel, von Konvergenz auf diesem Gebiet. Also wir, die Medien, hätten zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und es auch verkünden müssen, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt. Das stimmt sicherlich. Das beantwortet aber nicht die Frage, wo diese Kluft herkommt zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung gerade. Diese Kluft zwischen Journalisten und Publikum. Weil ich denke, die meisten Leute des Publikums, die sich jetzt beschweren, die werden dieses Assoziierungsabkommen auch nicht gelesen haben. Das mag schon sein. Ich will vielleicht erstmal noch ein paar offensichtliche Fehler aufführen, um dann auf die Kluft zu kommen. Ja. Wenn Sie mal darauf achten, wie präzise oder unpräzise mit Begriffen umgegangen wird. Europa und EU ist nicht dasselbe. Und es ist sehr oft Europa genannt, wenn EU gemeint ist. Und Bürger sind offensichtlich nicht so dumm, dass ihnen das nicht auffällt. Oder in der Berichterstattung über Russland, da weiß ich es nun besonders, bei dem anderen will ich mich nicht aus dem Fenster hängen, ist sehr, sehr oft von wohl, offensichtlich, vermutlich, wahrscheinlich, so in der Richtung die Rede. Die Fragen, die von den Kollegen in den Studien und in den Studios kommen, sind ja auch darauf ausgerichtet. Was glauben Sie, was denken Sie, was meinen Sie? Und ich finde, da müsste man sich viel, viel öfter verweigern. Auch das merken Zuschauer. Und dann, und ich glaube, das merken Sie ganz extrem, diese entlarvenden Automatismen. Also wenn beispielsweise der Moderator im Studio fragt den Kollegen vor Ort, droht der Ostukraine jetzt das gleiche Schicksal wie der Krim? Das darf nicht sein. Das gehört da nicht hin. Oder wenn von pro-russischem Mob die Rede ist, und dieser Begriff ist bis in die öffentlich-rechtliche Nachrichtenschaft. Also, diese Kluft zu erklären, ist sicher schwierig, aber ich habe den Eindruck, dass Bürger, die ja nun mal in einem System leben, das man demokratisch nennt, und die ja irgendwann auch in die Lage kommen, Entscheidungen treffen zu müssen, auf einer soliden Grundlage, dass Bürger sich ein gutes Gespür dafür bewahrt haben, dass die Welt nicht nur in Gut und Böse zu unterteilen ist, dass man genauer hingucken muss, dass sie mehr Hintergründe wollen, auch wenn sich das manchmal durch die Quoten nicht zu bestätigen scheint, und dass sie dann rebellieren, wenn 100 Jahre nachdem der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, man an einer Stufe steht, wo man ernsthaft Angst haben muss, dass durch eine unprofessionelle Entscheidung, um es mal so zu sagen, vorbereitet durch unprofessionell arbeitende Medien, etwas passiert, was wir alle nicht überleben. Was meinen Sie damit? Unprofessionelle Entscheidung und unprofessionell arbeitende Medien, was meinen Sie damit? Ich gehe davon aus, dass Menschen, die über Krieg und Frieden zu entscheiden haben, dass sie sich überlegen, bevor sie etwas sagen, was es auslösen kann. Das meine ich mit professionell in der Politik. Und professionell in den Medien meine ich, dass wir verpflichtet sind in unserem System der Demokratie, dass wir verpflichtet sind, Interessen, egal wo sie ihren Ursprung haben, ob in Washington, in Moskau, in Peking, in Brüssel, dass wir Interessen auch beim Namen nennen und den Bürgern darlegen und nicht die einen Interessen weiß malen und die anderen Interessen schwarz malen. Und das passiert mit Blick auf Russland eindeutig. Inwiefern? Welche Interessen müssten wir beim Namen nennen? Das EU-Assoziierungsabkommen ist ja über weite Strecken so dargestellt worden, als sei es eben die Tür in den Westen, in die Freiheit, in das, was alle Ukrainer oder die Ukraine als Ganzes will. Es ist sehr sporadisch und man muss schon danach suchen, darüber geredet worden, dass natürlich die EU auch Interessen hat, die Ukraine rüberzuziehen. Dass dann in einem solchen Moment beide Interessen, die von Moskau und die von Brüssel, eine Rolle spielen, das ist die Aufgabe von Medien, darüber zu reden. Das ist am Anfang nicht passiert. Stattdessen, was ist passiert? Das wissen Sie genauso gut wie ich. Stattdessen ist passiert, dass man Brüssel als Hort der Freiheit, des Wohlstandes, der Chance für die Ukraine dargestellt hat, was ja so sein kann, aber nicht nur so ist.
und aus Moskau automatisch alles, was aus Moskau kam, mit einem negativen Vorzeichen versehen wurde. Was ja so weit geht, und ich finde, das dürfen Journalisten nicht mitmachen, was ja so weit geht, dass auch Vorschläge, über die man zumindest diskutieren kann, welche Konstruktion soll jetzt die Ukraine bekommen? Wie geht man jetzt damit um? Wie kriegt man es hin, dass EU-Einbindung und Zollunion, Eurasische Union, dass das irgendwie zusammenpasst? Dass, wenn solche Vorschläge aus Moskau kommen, dass das dann immer nur russische Propaganda ist, das ist mir einfach zu primitiv in meinem Job. Aber war das wirklich ausschließlich so? Nein, das war natürlich nicht ausschließlich so, aber es reicht ja, wenn der Mainstream so ist. Und was mich erfreut, dass wir offensichtlich nicht nur den sogenannt mündigen Bürger haben, sondern den mündigen Bürger haben, der sich das auf die Dauer nicht gefallen lässt. Aber das heißt, in den Argumenten, die unsere Zuschauer, die sich jetzt beschweren bei uns in den letzten Wochen, an den Argumenten haben sie nichts auszusetzen. Die Argumente teilen sie. Im Prinzip liegt es an der Berichterstattung. Was an der Berichterstattung? Also die Beschwerden, die wir bekommen, sagen ja, ihr berichtet einseitig, ihr guckt nicht genug nach Moskau, ihr versteht nicht, welche Interessen die Russen haben. Ihr erklärt es nicht richtig. Das teilen sie. Ja, so wie ich das erklärt habe, in den Punkten teile ich das. Es ist ja, sagen wir so, es grenzt ja an Selbstmord, wenn man Kollegen kritisiert. Nichtsdestotrotz, finde ich, muss es sein, wenn man selber eine bestimmte Auffassung von seinem Job hat und sieht, dass manche Dinge nicht so laufen, wie ich sie machen würde. Ich finde, für eine realistische Berichterstattung, egal ob jetzt über Russland, über Afrika oder über sonst was, muss ich erst mal intensiv auseinandersetzen mit bestehenden Freund-Feind-Bildern, die aus welchen Gründen auch immer entstanden sind. Da muss man sich die bewusst machen und man muss sie jedes Mal immer wieder durchfiltern. Und dann, finde ich, muss man, egal ob einem die bestimmten Protagonisten nun sympathisch sind oder nicht, dann muss man zumindest mal sich anhören, was diejenigen zu sagen haben und nicht das ist auch ein großer Fehler der Medien gewesen, für meine Begriffe, der Politik auch, aber mit der habe ich nichts zu tun, dass man von Anfang an Putin nie ernst genommen hat, weil wie der schon aussieht, und der kommt ja aus dem KGB, das interessiert uns Richtung Westen niemals. Also diese Dinge, das gehört für mich zu seriösem Journalismus von allen Seiten, es so neutral wie möglich, dem Grenzen gesetzt sind, darzustellen. Und das ist mit Russland nicht der Fall. Das heißt, Sie würden behaupten, dass Medien Putin nicht ernst nehmen, seine Argumente nicht ernst nehmen, sondern in einer Art Reflex quasi automatisch auf die andere Seite wechseln und sich von ihm distanzieren, ihn beschuldigen? Wie würden Sie das beschreiben? Ist das eine Art Reflex? Möglicherweise auch eine Art Reflex. Es hat ja auch was von Bequemlichkeit. Wenn ich gegen den Strom schwimme, dann muss ich gut munitioniert sein, damit ich gute Argumente habe. Wenn ich das mache, was alle machen, wird mich keiner fragen und ich bin schneller fertig mit meinem Job. Und das ist Ihrer Meinung nach passiert? Habe ich doch gesagt. Ja. Aber jetzt muss man ja auch sagen, ich meine, Sie saßen bei Anne Will in der Talkshow und konnten quasi Ihren Standpunkt vertreten. Es gibt auch immer wieder kritische Kollegen, die FAZ hat einen längeren Essay von einem Strafrechtler veröffentlicht, in dem erklärt wird, nein, das war keine Annexion, was in der Krim passiert ist. Nein, das war nicht per se völkerrechtswidrig, zumindest nicht sozusagen der Anschluss der Krim. Es gibt ja diese Stimmen da draußen. Das ist ja auch das, wofür ich auch nicht zur Verfügung stehe. Mein Weltbild ist, egal in welcher Richtung, nie entweder oder. Das ist mir zu primitiv. Es heißt ja nicht, wenn Mainstream über Russland in eine bestimmte Richtung geht, über die sich mittlerweile die Bürger aufregen, weil sie sagen, so kann es nicht sein. Das heißt ja nicht, dass alles falsch ist. Natürlich finden sie überall immer mal wieder Artikel, wo ich mich auch freue und denke, endlich mal. Dieser Kollege, der über das Völkerrecht geschrieben hat, kann man ja mal fragen, wie viele Zeitungen der vorher kontaktiert hatte, zum Beispiel. Also ich freue mich darüber, wenn die Bandbreite mal zu sehen ist. Aber den Eindruck, dass auf der Hauptstraße mit diesen ganzen Unterschwelligkeiten etwas nicht stimmt Richtung Russland, den teile ich. Und den kann man auch daran festmachen. Für mich ist Journalismus, egal ob ich die Typen, die ich interviewe, gut finde oder nicht, hat auch was mit Respekt zu tun. Und mit Blick auf Russland ist fast immer Häme oder ein Vokabular wie angeblich oder soll so, aber ob das wirklich so ist,
Ich habe in einem meiner Bücher mal ein ganzes Kapitel mit dem Titel Zweierlei Maß überschrieben und habe da eine ganze Reihe Beispiele gesammelt. Da könnte man eine lose Blattsammlung draus machen. Und das ist auch ein schönes Forschungsthema. Diese Unterschwelligkeiten, von denen Sie sprechen, können Sie da noch mal ein paar Beispiele nennen? Was sind das für Unterschwelligkeiten in der Berichterstattung? Zum Beispiel pro-russischer Mob, das geht gar nicht. Wir haben nie pro-europäischer Mob gesagt, hätte man machen können. Was auch nicht geht, das, was sich jetzt im Ostteil der Ukraine abspielt, wird immer verglichen mit der Krim. Warum wird das nicht verglichen mit den Vorgängen in Kiew? Das wäre die bessere Parallele, bringt uns aber in Durcheinander in unserer Argumentation. Das ist so eins. Oder im Grunde genommen auch die Schlagzeilen, die es so gibt. Ja, also Russland zündelt oder wer stoppt Russland? Das sind alles so Dinge, finde ich, die für eine Schlagzeile vielleicht so gerade noch zu verkraften sind. Aber im Prinzip in einer solchen Situation wir uns mit unserem Verantwortungsbewusstsein als Journalisten nicht leisten sollten. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die großen Talkshow-Titel der letzten Wochen zu Russland rauszusuchen. Putin der Große, wie gefährlich ist Russland? Putins Machtspiele, gibt es jetzt Krieg? Putin weiter auf dem Vormarsch, spielt Putin mit dem Feuer? Genau, Putin, als ob Russland nur aus Putin bestünde. Übrigens, ich weiß ja nicht, ob das irgendwo auch noch hinpasst, aber einer der Fehler, den wir Medien machen, dass wir den Fokus auf Dinge legen, die eigentlich keine Bedeutung haben. Also beispielsweise Herr Klitschko als Oppositionsführer in der Ukraine, das ist ein Witz. Also jeder zweite Ukrainer lacht sich tot darüber. Wir hatten eine Zeit, da haben wir den Schachspieler Karpov, der war mal ein Konkurrent von Putin, also in Anführung ein Konkurrent, der wurde von uns hochgehypt, der hatte in Russland überhaupt also keinen politischen Rückhalt. Die wirklichen oppositionellen Politiker, die sind farbloser. Die sind nicht so, die kennt hier keiner. Und was die an Arbeit machen, ist sehr unspektakulär, aber nichtsdestotrotz sehr wirkungsvoll. Um das zusammenzubinden, ich bin ohnehin der Auffassung, wenn man von anderen Ländern etwas mehr begreifen will, dann darf man sich in der Auslandsberichterstattung nicht immer nur auf die exorbitanten Dinge, auf die außergewöhnlichen Dinge, auf die explosiven Dinge stürzen, sondern man muss viel mehr versuchen, vom Alltag zu transportieren, weil dann hat man eher eine Chance, ein Land zu verstehen. Ich habe versucht, so zu arbeiten. Aber wenn das jetzt alles stimmt, was Sie sagen, wenn die Berichterstattung wirklich so einseitig war und all diese Fehler begangen wurden, worauf ist das zurückzuführen? Ist das wirklich pure Bequemlichkeit, wie wir es gerade schon andiskutiert haben, und sozusagen ein einfaches Freund-Feind-Schema, das da bedient wird? Worauf ist das zurückzuführen? Ich glaube, das wäre dringend nötig, da auch ein Forschungsthema draus zu machen. Es gibt übrigens eine sehr interessante Bachelorarbeit, die das Russlandbild in Deutschland untersucht hat. Und das ist nicht uninteressant, was dabei rausgekommen ist. Jetzt so aus dem Stehgreif, denke ich, kommen ein paar Dinge zusammen. Das immer noch nicht überwundene Ost-West-Denken. Es ist einfacher, um die Welt zu sortieren, wenn man in Gut und Böse unterteilen kann. Das ist einfach einfacher. Und das verhehle ich ja gar nicht, heutzutage stehen Journalisten ja auch zeitlich und sonst wie wesentlich mehr unter Druck, als ich das in meiner aktiven Zeit gestanden habe. Es ist sicher ein Vorteil, wenn man wegen der Technik in der Lage ist, ganz schnell zu reagieren. Aber es ist ein Nachteil mit Blick auf Recherche, mit Blick auf nochmal absichern, mit Blick auf nochmal nachdenken, bevor man irgendetwas sagt. Und sich dazu wehren, dazu brauchen sie ein breites Kreuz. Aber das erwarte ich von Journalisten. Die Tatsache, dass offensichtlich die Leute da draußen das merken und das jetzt auch kommunizieren, was bedeutet das? Ich meine, das ist ja. Das bedeutet für mich, also Hoffnung, muss ich Ihnen ehrlich sagen, das bedeutet für mich Hoffnung, weil offensichtlich es nicht so ist, dass sich Menschen weniger interessieren für komplizierte Zusammenhänge, was ja manchmal aus den Quoten so abzulesen ist, oder man glaubt es aus den Quoten abzulesen, sondern dass es immer noch einen Bodensatz von politisch interessierten Menschen gibt, die selber nachdenken, die sich auch wehren. Denn das ist für mich der Tod einer rechtsstaatlich verfassten demokratischen Gesellschaft, wenn sich keiner mehr wehrt. Das Problem ist so ein bisschen an dieser
Welle, die uns da jetzt gerade an Kritik entgegenschwappt, dass das eine sehr heterogene Welle ist wohl. Da sind Verschwörungstheoretiker dabei, da sind irgendwie Leute vom rechten Rand dabei, da sind Amerika-Hasser dabei, da sind aber auch sehr viele Vernünftige dabei, mit denen man sich eben argumentativ auseinandersetzen muss als Medien. Wie beurteilen Sie das, also diese Sammelbewegung? Das ist auch eine ganz heikle Geschichte. Ich kenne viele, auch Kollegen oder Freunde, egal, die sich bei manchen Themen zurückhalten, ganz bewusst zurückhalten, weil sie eben nicht vor falsche Karren gespannt werden wollen. Das ist eine Gefahr. Und diese Gefahr bin ich oft eingegangen. Aber ich finde, man kann nicht die richtigen Themen den falschen Leuten überlassen. Und man muss dann eben so gut vorbereitet sein, dass man, wenn man Argumente bringt oder wenn man sich wenn man sich wehrt, dass man sich von denen, mit denen man nichts zu tun haben will, deutlich absetzt. Das geht. Aber auch das ist unbequem, aber nötig. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Berichterstattung über die Krim zurückkommen, weil dieser Merkel-Artikel ja mich auch schon beeindruckt hat. Wie haben Sie den Tenor der Berichterstattung wahrgenommen? Der Tenor der Berichterstattung war ganz einfach. Alle haben sofort den Begriff Annexion gebraucht. Und der Begriff Annexion ist völkerrechtlich falsch. Zumindest kann man darüber diskutieren, ob er richtig ist, ganz vorsichtig gesagt. Fakt ist, und das haben die meisten, die über Völkerrecht geredet haben, nie so ausgedrückt. Fakt ist, dass das Völkerrecht zumindest zwei widerstreitende Prinzipien in sich vereint. Das eine ist die territoriale Integrität, also die Unverletzlichkeit der Grenzen. Das ist da drin, feste Mang, in der UN-Charta und in vielen anderen Dingen. Und das andere Prinzip, nicht weniger wichtig, ist das Selbstbestimmungsrecht. So, und jetzt muss man von Fall zu Fall gucken, was schlägt was. Und es kann nicht sein, und da haben offensichtlich Bürger ein feineres Empfinden für, es kann nicht sein, dass wir Selbstbestimmungsrecht für bestimmte Gegenden der Welt akzeptieren und für andere Gegenden nicht akzeptieren. Also wenn sich, ich sag mal, 90% der Montenegriner für die EU entscheiden, dann finden wir das ein tolles Ergebnis. Aber wenn sich 90% oder 97% der Bewohner der Krim für Russland entscheiden, dann sagen wir, das kann ja nicht stimmen. Also ein bisschen mehr Zurückhaltung und ein bisschen mehr Differenzierung. Und mit dem Völkerrecht zu argumentieren und zu sagen, die Russen haben auf jeden Fall das Völkerrecht gebrochen. Es gibt Teile, wo das so ist, aber auf einer anderen Stufe. Dann lösen Sie damit ja im Prinzip eine Grundlage für eine Entscheidung aus. Und das ist gefährlich. Das sogenannte Referendum am vergangenen Sonntag auf der Krim entsprach weder den Vorgaben der ukrainischen Verfassung noch den Standards des Völkerrechts. Aber wenn Sie gerade das Referendum ansprechen, die 97%, das wurde ja auch in den deutschen Medien breit berichtet, dass es dieses Referendum gab, auch dass es fair verlief und dass tatsächlich die Krim-Bevölkerung sehr stark pro-russisch ist und offensichtlich zu Russland gehören möchte. Das wurde ja schon berichtet. Das wurde berichtet, aber im Grunde genommen wurde ja auch berichtet, dass das Referendum eigentlich auf einer völlig falschen Basis stattfindet, also auch null und nichtig ist im Grunde, weil die russische Militärpräsenz da war, die das Referendum eigentlich für null und nichtig, dafür sorgt, dass es null und nichtig ist. Auch da muss man differenzieren. Ich sehe ja ein, wir haben wenig Zeit, okay, aber man muss differenzieren. Die Russen durften nicht außerhalb ihrer im Pachtvertrag festgelegten Stellungen mit Militär da rumlaufen. Das ist sicher richtig. Von daher haben sie das Recht gebrochen. Aber das russische Militär, was da rumsprang, war ja nicht mit der Kalaschnikow hinter den Leuten, die da gewählt haben. Also ihr müsst wählen gehen oder ihr müsst das und das wählen, sondern die waren dafür da, und das konnte man an Ort und Stelle einfach begucken, die waren dafür da, die ukrainischen Soldaten in den Kasernen zu halten, weil sonst hätte das Referendum nicht stattfinden können. Das wünsche ich mir. Diese ganzen umstrittenen völkerrechtlichen Fragen, das ist dann die eine Sache, das hätte sicher stärker berichtet werden müssen. Das heißt ja aber nicht, und das ist die Reaktion vieler Schreiber, die wir jetzt sehen, dass man sozusagen Putin in ausschließlich positivem Licht darstellen kann. Ich bin ja jemand, der auch in seiner Arbeit in der aktiven Zeit viel kritisiert hat. Aber ich bilde mir ein, ich habe das immer auf einem bestimmten Niveau gemacht und ich habe das immer mit einem bestimmten Respekt gemacht. Es gibt ein sehr schönes, wie ich finde, indianisches Sprichwort, das heißt Manitou, also großer Geist, gib, dass ich meinen Nachbarn nicht eher tadle, als ich eine Meile in seinen Mokassins gewandert bin. Also sich hin und wieder in die Lebensrealität derjenigen zu versetzen, über deren Lebensrealität man berichtet, hilft. Das heißt, weil das ist mir wichtig, viele Leserbriefschreiber stellen Putin im Moment sehr, sehr positiv dar.
Das ist wahrscheinlich dann eine Art Überreaktion. Ich weiß nicht, aber wie sehen Sie das? Sagen wir so, auch bei den Medien. Im Grunde genommen haben wir so, wenn ich das mal so platt sagen soll, im Grunde genommen haben wir eine Entwicklung durchgemacht von einer Gorbimanie in eine Putinphobie. Ja, das eine wie das andere ist nicht so, hätte man vielleicht so nicht machen müssen. Was heißt Überreaktion? Vielleicht ist es insofern eine Reaktion, weil viel zu lange zu kurz gekommen ist, was dieser Mann, ob man den sympathisch findet oder nicht, für das Land geleistet hat. Und das war schon eine ganze Menge. Bei uns hat das aber in der Berichterstattung keine Rolle gespielt. Wir haben uns anderthalb Jahre an Pussy Riot aufgehangen, was in Russland keine Rolle gespielt hat. Haben darüber vergessen, was in Russland wirklich wichtig war im Alltag. Es gibt so intelligente Proteste in Russland. Es gibt so interessante Zusammenkünfte zwischen aufmüpfigen Leuten und Regierungsstellen. Es gibt so interessante Programme von unseren Kollegen in Russland, die sich richtig was trauen. Das würde ich mir wünschen, dass man das auch mal hier zur Kenntnis bringt und sich dann mit denen auch auseinandersetzt. Das würde was bringen, dass wir ein realistischeres Bild von dem haben, was sich in Russland abspielt. Es gibt viel zu kritisieren. Du lieber Gott, die Zeit haben wir heute nicht, um das alles aufzuzählen. Aber es nur so zu sehen, wird der russischen Realität im Moment nicht gerecht und auch nicht dem derzeitigen und schon dreimaligen Präsidenten Putin. Ein interessanter Punkt, den ich noch nicht so ganz verstehe, ist, in diesen Briefen, die wir bekommen, spielt der Anti-Amerikanismus eine große Rolle. Haben Sie da eine Erklärung für? Wie hängt das zusammen? Ich bin sehr skeptisch. Gibt es natürlich auch. Es gibt Anti-Amerikanismus, es gibt Anti-ich weiß nicht was. Ich bin aber sehr skeptisch, das als Grund anzuführen für eine positive oder positivere Sichtweise Russlands. Das ist mir zu platt. Kommt mir auch so vor, als käme dieses Argument, das sind ja nur die Anti-Amerikaner, die jetzt Russland besser dastehen lassen wollen. Das kommt mir so vor, als ob denen die Argumente ausgehen. Ja, so. Ich finde es völlig legitim, wenn die deutsche Gesellschaft, Bürger in der deutschen Gesellschaft, die sich entsprechend äußern, wenn die von amerikanischem Verhalten enttäuscht sind. Also Irakkrieg, Lüge, weiß man mittlerweile, was weiß ich, Killerdrohnen, Foltergefängnisse, Guantanamo, was immer, NSA nicht zu vergessen, dann ist man enttäuscht. Und ich finde es auch völlig legitim, dann zu sagen, diese Werteführerschaft, die die USA ja mal hatten, haben sie irgendwie doch so ein bisschen verwirkt, vorsichtig ausgedrückt. Wenn ich das deutlich beim Namen nenne, wenn ich da versuche, mich zu wehren und zu sagen, ja, halt, stopp, das darf doch so nicht sein, dann hat das für meine Begriffe aber nicht die Bohne mit Anti-Amerikanismus zu tun, sondern einfach nur mit einer realen Wahrnehmung der Welt. Alles, was auf Anti-Amerikanismus oder ich weiß nicht was rausläuft, das ist nicht das, was eine Rolle spielt, nach meinem. Aber das Interessante ist ja, dass es anscheinend mit Russland verwoben wird gerade. Und das verstehe ich nicht. Wer verwebt das mit Russland? Naja, und die ganzen Leute, die sich jetzt gerade beschweren. Die sagen, hört mal auf, so negativ über Russland zu berichten, über Putin zu berichten. Guck doch mal lieber, was in den USA los ist. Ja gut, und das halte ich für legitim und hat nichts mit Anti-Amerikanismus zu tun. Sondern ich würde mal sagen, das ist dann so eine Art Bedürfnis nach Gerechtigkeit, wenn Sie so wollen. Ja, aber das eine hat ja wenig mit dem anderen zu tun. Man kann ja auch die USA kritisieren und gleichzeitig Russland kritisieren. Ja, eben. Das wäre ja schön, wenn das so ist. Also ich denke, dass diese Wahrnehmung, dass wenn bestimmte politische Entscheidungen in einem Teil der Welt stattfinden, dass sie anders berichtet werden, anders kommentiert werden, anders wahrgenommen werden, halte ich für legitim. Und es ist natürlich ja auch ein ganz schönes Beispiel zu sagen, dem haut er immer einen auf die Mütze und der macht sowas Ähnliches und da sagt ihr, das ist alles nicht schlimm. Ja, also dieses Messen mit zweierlei Maß funktioniert ja nur, wenn man auch zwei Antipoden da stehen hat. Hm. Aber das ist weit ab von Anti-Amerikanismus. Wir haben ja darüber diskutiert, dass andere Meinungen vorkommen, aber eben in geringerem Maße. Aber nichtsdestoweniger ist es ja trotzdem, wenn man sich die Mainstream-Medien anguckt und ihre Kritik ernst nimmt, ist es ein Unterwegssein in die falsche Richtung, sozusagen unterm Strich. Und jetzt kann man ja, wenn man dieses Argument hört oder diese These hört, zumindest anfangen zu zweifeln, weil sozusagen ganz unterschiedliche Redaktionen in unterschiedlichen Teilen der Republik bei demselben Thema offensichtlich sozusagen in die Irre gehen. Ja, da sollte man vielleicht mal folgenden Mechanismus nicht so ganz aus dem Auge verlieren, was auch damit zu tun hat, dass Medien weniger Zeit und weniger Geld haben. Ja? So. Es gibt Leitmedien
Und dann guckt man nach, was schreiben die, ich nenne jetzt keine. Und dann übernehmen das andere.